Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es ist wieder soweit. Wir machen wieder einen Online-Store-Check und checken ab, was die teuersten Sachen in den jeweiligen Online-Stores ist. Wie in diesem Falle jetzt erstmal Philipp Plein, denn ihr wart crazy und habt die Kommentare gespammt mit Philipp Plein. Ich zum Beispiel bin jetzt nicht so der große Philipp Plein-Fan, aber ihr habt euch das gewünscht, dass wir bei Philipp Plein gucken, denn ich habe gehört, es gibt dort eine Jacke, die sehr, sehr teuer ist, wirklich sehr, sehr teuer, aber ich will nicht spoilern, deshalb wir gucken jetzt mal, ob wir sie gemeinsam finden und wir fangen direkt an. Ja. Ich hoffe einfach, dass Philipp Plein so aufgebaut ist, dass man einfach bei den Artikeln dann sortieren nach teuerste bis günstigste machen kann. Und wir fangen direkt mal bei der Damenbekleidung an. Und ja, was man auf den ersten Blick schon sehen kann, ist, Philipp Plein mag Fell sehr, sehr gerne. Es ist Pelz, 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 Leder, Leder, Leder. Aber gut, so. Wir sortieren das jetzt mal Preis absteigend. Und jetzt gucken wir mal, was das teuerste ist. Ich bin so gespannt, Leute. Ich bin wirklich gespannt. Ich hab... Ja. Oh mein Gott, da ist sie. Ich habe von dieser Jacke gehört und da ist sie. Das, liebe Leute, ist eine 90.000 Euro Fur Coat Long Lyre Cybellen Jacke. Und wir gucken sie uns erstmal genau an, Leute. Was ist eine... Oh Gott, ist das hässlich. Ja, Leute, ihr wisst, ich bin kein Philipp Plein Fan und so wie ich mir das hier angucke, bestätigt das hier wieder nur meine Einstellung zu Philipp Plein. Das ist eine so hässliche Jacke und wir gucken jetzt mal, was diese Jacke so teuer macht, neben natürlich den Namen Philipp Plein, der hinten drin steht. Da steht es auch schon. Kostbarer Double-Face-Mantel aus Zobelpelz und Pythonleder. Schallkragen aus Zobel mit Knebelverschluss und zwei Taschen. Wow. Zobel ist der Pelz, ich weiß nicht genau, was für ein Tier es ist. Es wird wahrscheinlich irgendwas in Richtung Waschbär oder so sein. Und also ich finde es ziemlich eklig, ehrlich gesagt. Ich lüge euch nicht an. Ich habe auch Jacken, wo Pelzkragen dran ist. Ich habe auch Sachen mit Schlangenleder. Aber ich finde, das ist einfach viel zu viel. Und es sieht einfach nur scheiße aus. Ich finde wirklich, es ist hässlich wie Sau. Und das geht gar nicht. Also sorry, Philipp Plein. Ich weiß nicht, wieso und warum. Und ich hoffe einfach, es kauft sich keiner diese hässliche Jacke. Das ist einfach nur eine Katastrophe. Nee. So, wir gucken als nächstes noch bei den Taschen. Ich glaube zwar nicht, dass irgendwas das toppen wird, aber wir werden auch hier noch einmal gucken. Preis absteigend. Ja, was? Oh, really? Oh, wie scheiße hässlich ist das bitte. Ist im Grunde genommen passend zu dieser super hässlichen Jacke auch nochmal eine Tasche. ja, Tasche aus Nappa-Leder mit Chinchilla-Pelz. Also, sorry, aber die Tasche wird schon nicht frieren. Da muss man keinen Pelz dran machen, really. Also, es geht... Geht gar nicht. Finde ich auch nicht schön. Schade. Jetzt gucken wir mal den Herren bei der Bekleidung. Mal sehen, ob wir da auch so eine teure Tasche finden. Ich glaube, eine teure Jacke finden. Ich glaube zwar nicht, aber wir können ja mal... What the fuck? 85.000 Euro? Also, das Frauensachen... Okay. Wow. Okay, ja... Das ist eine Lederbikerjacke für... mein Gott, Leute, 85.000 Euro. Der Grund für diesen teuren Preis ist in diesem Falle, dass die Jacke komplett aus Krokodilleder ist und Futter in aus... Oder abnehmbares Futter? Ist das denn innenes Futter oder... Man sieht auf den Bildern gar nichts von Futter. Das ist jedenfalls aus Nerz. Das erklärt diese 85.000 Euro. Nein, das erklärt sie nicht. Das ist einfach krank. 85.000 Euro für eine Jacke, das ist einfach... Das ist aus dieser Welt. Ich habe wirklich... Ich habe schon viel in meinem Leben gesehen, aber ich habe noch keine Jacken gesehen, die 90.000 Euro bzw. 85.000 Euro kosten. Das ist einfach crazy. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich muss ehrlich sein, ich finde, die Jacke sieht ganz cool aus. Ich muss natürlich sagen, es ist nicht gut, dass es Krokodilsleder ist. Man sollte es eigentlich nicht unterstützen. Aber in der Fashion-Industrie ist exotisches Leder immer noch sehr, sehr gerne gesehen. Und
Deshalb kaufen diese Leute auch diese Jacken, auch für 60.000 oder 80.000 Euro. Aber ich muss sagen, der Print auf dem Leder sieht wirklich cool aus. Also die Jacke gefällt mir ziemlich gut. Auch wenn ich niemals 60.000 Euro für eine Jacke ausgeben würde. Das ist einfach viel zu crazy. So, jetzt gucken wir nochmal bei den Herrentaschen. Und sortieren das Ganze natürlich wieder preisabsteigend. Okay. Hier ist das teuerste. Wäre mal diese hier die teuerste gewesen. Ist es jetzt aber nicht mehr. Ich denke mal, es ist die hier dann. Und das sieht mir auch aus, als wäre die aus Schlangenleder. Ja, aus Pythonleder. Finde ich jetzt nicht so schick. Also, ja, okay, sieht schon cool aus. Ich gebe es ja zu, sieht cool aus. Aber ich mag dieses PP nicht. Ich finde, mir ist das einfach zu viel. Von den Farben her sieht die sehr, sehr gut aus. Aber 5.000 Euro ist natürlich crazy für eine Tasche. Aber da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Gut, also lasst uns in den nächsten Store gehen. Als nächstes widmen wir uns der Welt von Louis Vuitton und werden dort mal gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Taschen dort das teuerste sind. Obviously, weil es ist Louis Vuitton. Louis Vuitton ist für seine Taschen bekannt. Und ich denke auch, hier wird es sehr, sehr exotische Taschen mal wieder geben. Weil die Canvas-Taschen liegen ja schon bei 1.500 bis 3.000 aufwärts. Und deshalb gehe ich mal stark davon aus, dass es auch hier wieder. Nein, sag mir bitte, dass man sortieren kann. Okay, Leute, man kann zwar nicht sortieren, aber man kann hier auf Exotikleder klicken. Und da ich mir ziemlich sicher bin, dass Exotikleder das teuerste ist, werden wir einfach die drei Exotikledersorten, also Straußen, Schlangen und Krokodilsleder anklicken. Ah, okay, man kann nur eins zur Zeit anklicken. Dann fangen wir mit Kroko an, weil Kroko ist. Ich gehe mal davon aus, dass die Krokotaschen das teuerste sind. Und ja, also, hier sehe ich jetzt 19.000 Euro. Wer bietet mehr? 23.000 die Twist. 25.000. Den Namen kann ich nicht aussprechen. 25.000, 34.000, wow. Aber ich muss leider sagen, die Färbung ist ziemlich, ziemlich schick. Also die sieht ziemlich, ziemlich gut aus. 34.000, ja, okay. Dann ist es die City Streamer MM für 34.000 Euro. Wenn man das mal vergleicht, die Tasche von Louis Vuitton kostet tatsächlich weniger als die Jacke von Philipp Plein, was ich super crazy finde. Ich finde die Tasche, also wir gucken sie uns natürlich nochmal näher an. Kann man sie auch so drehen? Nein? Schade. Okay, aber ist schon eine schicke. Also die Farben sehen schon sehr, sehr gut aus. Also es sieht schon schick aus. Ist natürlich trotzdem crazy vom Preis her, aber ja, es ist Louis Vuitton und es ist Krokodilsleder. Ich gehe mal davon aus, dass sie nur aus Krokodilsleder besteht. Hochglanzpoliertem Krokodilsleder gefertigt und überzeugt mit den Merkmalen. Babababababab. Ja, ist nur Krokodilsleder. Also obviously. Wir gucken jetzt nochmal bei den Kleidungsstücken für Damen und werden dort dann gleich auf Leder und Pelz gehen, weil wir wissen, dass es das teuerste ist. Und da man hier eh nicht sortieren kann, hoffen wir einfach auf gut Glück, dass dort das teuerste dabei ist. Und ja, der Pelzmantel für 16.500. Kann das überboten werden? Hm. 28.000 für den Pelzmantel im Bengalmotiv in Tarsien-Effekt. Okay. Ja. Okay, es ist einmal der Pelzmantel mit dem Leoparden und dem Bengalen. Ich finde den Bengalen cooler. Wir gucken uns den mal genauer an. So, was macht diese Manteljacke, whatever, 28.000 Euro wert? Neben der Tatsache, dass sie von Louis Vuitton ist. Wert, wir wissen. Aber gut. Als eines der Statementstücke der Kollektion besticht dieser außergewöhnliche Pelzmantel mit einem Spiel aus zwei Signaturen dieser Saison: Tiermotive und Camouflage. Einsätze aus Leder auf der Vorderseite und an den Seiten stehen im Kontrast zu dem klassischen Schnitt des Mantels und verleihen ihm einen modernen und raffinierten Look. Ja, cool. Ich muss mich nebenbei nochmal entschuldigen, wenn ich mich jetzt verlesen habe. Ich habe keine Brille auf und ich trage eigentlich eine Brille beim Lesen. Ich kann nicht ganz so gut lesen ohne Brille, deshalb sorry. Wir gucken jetzt aber natürlich nochmal die Details an. Und
Ja, es steht leider gar nicht dabei, was für Leder und was für Pelz das ist. Es steht nur Pelz und Leder. Interrasieneffekt mit verschiedenen. Ah, mit unterschiedlichen Pelzarten, okay. Naja, okay. Steht leider nicht dabei, was für Pelz sie verwenden und was für Leder. Aber wir gehen mal davon aus, dass es teure Sorten sind und deshalb kostet dieser Mantel 28.000 Euro. Okay, Louis Vuitton. Wir gucken natürlich auch nochmal bei den Herrensachen. Und da fangen wir bei den Taschen an. Tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, ich weiß dort schon, was die teuerste Tasche ist, da ich die Herrentaschen schon das ein oder andere Mal durchforstet habe. Oh Mann. Leute, bei den Herren ist leider nichts mit Auswählen von exotischem Leder, aber wir gehen die einfach mal durch. Es gibt ja nicht so viele. 179. Aber ich kann schnell gucken. Und ich muss eigentlich nur nach den Krokodilsledersachen suchen. Und ich habe dann auch schon das Teuerste rausgesucht. Und das ist der Christopher Rucksack mit dem Krokodilsleder Besatz. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Und ja, der hat das normale Monogramm-Canvas. Und dann hat er. Steht das dabei, wo das genau ist? Ja, so oben drauf ist halt Krokodilsleder. Okay, der sieht schick aus, aber es gibt inzwischen so gut gefaktes Krokodilsleder, sage ich mal. Also einfach normales Leder mit diesem Print dann drin. Yves Saint Laurent macht das sehr oft und ich finde, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Und deshalb weiß ich nicht, ob 15.600 Euro das so sein müssen für einen Rucksack. I don't know. Wir gucken natürlich auch nochmal bei den Ready-to-Wear-Sachen. Und ich würde sagen, auch hier gehen wir auf Mäntel und Jacken, weil meistens sind es die, die am teuersten sind. Und geile Jacke, by the way, die sieht wirklich cool aus. Die hat Little Pump neulich getragen. Okay. Es scheint so, als würde der Field Parka mit Reißverschluss das teuerste sein, was Louis Vuitton an Kleidung für Herren hat. Der kostet 9.900 Euro. So, jetzt frage ich mich ja, was den zu 9.900 Euro macht. Ich sehe weder Leder noch Pelz und das heißt ja schon was. So. Aha, okay. 100% Baumwolle in Futter. 75% Cupro, 25% Baumwolle. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, Leute. Sorry, da bin ich raus. 100% Lammfell in Futter. Okay, aber sorry, rechtfertigt das 10.000 Euro? Ich weiß nicht. Nein, das ist ganz schön viel Geld. Ich weiß, es ist Louis Vuitton. Ja, ich weiß das wirklich. Aber ich finde trotzdem, dass der Preis ein bisschen zu crazy ist. Aber ich kann mich nur noch mal wiederholen, es ist Louis Vuitton. Und ja. So Leute, als letztes sind wir bei Hermès Paris. Und werden dort gucken, was wir im Online-Shop finden, was am teuersten ist. Wir wissen alle, dass Hermès für seine Taschen bekannt ist. Vor allen Dingen für die Birkin und die Kelly Bags. Allerdings bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir die online überhaupt finden. Aber wir werden jetzt einfach mal gucken, was wir finden und was das teuerste ist. Wir gehen als erstes auf die Taschen und kleinen Taschen. Ich bin super excited. Mal sehen, was wir da online so finden. Kann man das sortieren? Sortieren. Ja! Höchster Preis, seid ihr bereit, Leute? Oh, ich bin excited! Schade. Okay, es gibt die Kellys und die Birkins nicht online bei Hermes. Das heißt, hier haben wir jetzt als teuerstes die 24.900 Euro Tasche Halzahn. Noch nie von gehört. Ich kenne mich nicht so gut aus. Aus Krokodilsleder. Schicke Tasche, aber wir wollen mehr sehen. Also da geht noch was. Leute, ich gebe mir mal eine Minute. Ich muss uns die teuerste Birkin von allen raussuchen. Leute, es tut mir so leid. Vor ein paar Tagen gab es diese Tasche noch online zu kaufen und dann hätte ich sie euch auch zeigen können. Es ist. Ich finde sie nicht mehr im Internet. Sie ist nirgendwo zu kaufen, aber ich möchte sie euch trotzdem nicht vorenthalten, liebe Leute. Das ist die Hermès Himalayan Birkin. Diese Tasche, ja, geht ab 144.000 Pfund los. Also, es ist wohl die teuerste Tasche, die es so zu kaufen gibt. Wenn ihr eine teurere kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Sie ist aus Krokodilsbauch gemacht. Es ist Hermes, das kommt noch dazu. Es ist eine Birkin, das kommt noch dazu. Und die Rarität dieser Tasche ist crazy. Und ich muss leider sagen, das ist eine verdammt coole Tasche. Die sieht wirklich cool aus. Es ist definitiv die teuerste Tasche. Und
einfach crazy. Also echt, das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt sogar schon gelesen, dass die für $450.000 verkauft wurde an jemanden. Und die Vorstellung, dass sie bei der Seite, wo ich sie gesehen hatte, in Deutschland, also es ist eine deutsche Seite gewesen, muss kein Deutscher gekauft haben, aber die Vorstellung, dass sie dort jemand für 142.000 Pfund gekauft hat, oder Euro? Keine Ahnung. Jedenfalls, wie crazy ist das bitte? Ich meine, hallo? What? Aber okay. Ja. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar. Aber wir gucken natürlich trotzdem nochmal bei den Herren. Prêt-à-porter können wir auslassen. Ich weiß, dass Hermès da nichts Tolles hat. Aber wir gucken natürlich trotzdem nochmal bei den Taschen der Herren. Vielleicht möchte ich mir auch eine Birkin zulegen. Eine Herren-Birkin. Ew. They are not beautiful. Oh, okay. Im Vergleich zu den Frauen ist es bei den Männern, ich will nicht sagen günstig, aber im Vergleich ist es günstig. Diese Aktentasche City Hall 38 Eclat in zwei Farben, ja so, zweifarbige Aktentasche aus Epsom Kalbsleder, Schmuck mit gebürsteter Silber- und Palladium-Auflage zum Tragen in der Hand. Ah, okay, nicht am Fuß tragen, Leute. Ja, ist jetzt keine spektakuläre Tasche, könnte auch von Louis Vuitton sein. Ich finde fast, sie sieht ein bisschen aus wie Epileder. Nur so ein bisschen. Ja. Weiß jetzt auch nicht, was ich da noch groß zu sagen soll. Die finde ich jetzt nicht so spektakulär. Ich glaube, die Himalayan Birkin hat es gerade weggehauen, deshalb. Sorry, Aktentasche City Hall. Ja, liebe Leute, das war's mit dem Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne bei meinem Instagram-Account vorbei. Der Name ist nicocado__. Und ihr findet dort nice Outfit-Inspos und ein bisschen mehr über mein Privatleben. Wenn ihr Bock habt, schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich echt freuen. Ihr könnt mir dort Nachrichten schreiben. Ich gebe mein Bestes zu antworten. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.